Die niederösterreichischen Spitzenkandidaten diskutierten im Vorfeld zur Nationalratswahl mit Chefredakteur Karl Ettinger und Chefredakteur-Stellvertreter Walter van Berger im Nü-Pressehaus. Zu Gast waren Sonja Hammerschmidt, SPÖ, Wolfgang Sobotka, ÖVP, Walter Rosenkranz von der FPÖ sowie Dieter Bross von den Grünen und NEOS-Kandidat Niki Scherak. Vor allem das Thema der Integration und Asylpolitik wurde heiß diskutiert. Hier gilt es, die Maßnahmen zu setzen, dass die Kinder sofort ankommen können, deutsche Sprache lernen können, um sofort auch in der Schule dem Unterricht folgen zu können. Und hier haben wir sehr, sehr viele Maßnahmen gesetzt und hier sind wir noch nicht am Ende der Fahnenstange angelangt, das ist ganz klar. Uns geht es darum, im Kindergarten ganz klar zu sagen, deutsche Sprachkompetenz muss dort im Mittelpunkt stehen. Das heißt, wir brauchen einen Qualitätsrahmen für den Kindergarten, der die Kompetenzen absichert, die Kinder haben sollen, wenn sie dann in die Schule übertreten. Plus das zweite Gratis-Kindergartenjahr, das geht nämlich nur so. Wir haben 90%, die wandern nicht in das System ein, sondern in das Sozialsystem. Das ist unsere Herausforderung, natürlich auch in der nachfolgenden Integration. Das hat schon Ursachen, die zurückgehen. Wir haben Parallelgesellschaften in verschiedensten Bereichen, gerade das angesprochene Wiener Neustadt, St. Pölten, Wagram, einzelne Hotspots, nicht sehr groß, nicht, Gott sei Dank nicht wie in Wien, aber trotzdem dadurch, wo wir nicht mehr wegschauen können und wo wir ganz klar auch brauchen, dass die Leute sich zu unserer Kultur zu bekennen haben, dass sie auch nicht religiöse Gesetze über staatliche stellen, dass sie ja vor allem Deutsch können. Es ist oft so, dass es österreichische Staatsbürger sind, aber in der dritten Generation mit Migrationshintergrund sich befinden und schlechter Deutsch können, wie die zweite oder wie die erste Generation. Das Mindestsicherungsmodell, weil Sie es angeschnitten haben hier in Niederösterreich. Ich bin für eine bundesweite Regelung, Punkt 1, und eine faire Regelung. Und das niederösterreichische Modell führt halt schon dazu, dass 23.000 Pensionistinnen in Niederösterreich 300 Euro weniger Mindestsicherung bekommen, ob dieses Modells. Und zusätzlich 6.000 alleinerziehende Mütter weniger Geld bekommen. Das geht sich für mich nicht aus. Das ist weder christlich noch sozial. Das stimmt schon. Ich sage, das stimmt nicht. Die Pensionistinnen kriegen natürlich das gleiche Geld, weil die sind ja nur der Aufstocker. Da müssen Sie genauer hinsehen. Keine einzige Pensionistin kriegt aus diesem Titel weniger. Das ist nicht korrekt. Also da gibt es unterschiedlichste Ansätze. Wichtig ist selbstverständlich die Sprache. Ich teile das auch, was die Kultur betrifft, was Werte betrifft. Es kann natürlich nicht so sein, dass ein Volksschüler zu seiner Volksschullehrerin sagen wird, von dir lasse ich mir nichts sagen, weil du eine Frau bist. Also da werden wir schon ein gewaltiges Problem haben. Ich möchte mal damit anfangen, dass Zuwanderung etwas ist, wovon das österreichische System in vieler Form profitiert hat. Ich glaube, jeder von uns wird bestätigen, dass man sich eine 24-Stunden-Pflege in Niederösterreich ohne Zuwanderung nicht vorstellen kann, weil es würde niemand machen hier. Meine Frau arbeitet als Kindergärtnerin in Wien im 10. Bezirk. Also klassisch, wenn man jetzt sagt, so Battleground-Geschichte, ein Ort, wo es wirklich zugeht. Muss man auch differenzieren. Kinder mit nicht deutscher Muttersprache, ja, gibt es dort fast ausschließlich. Die Frage, kommen sie aus dem Kindergarten raus und können sie Deutsch, ist völlig anders zu beantworten. Weil die sind 2 oder 3 Jahre drinnen und die Erfahrung ist, wenn man 2 Jahre im Kindergarten ist, kommen die Kinder raus und können problemlos dem Deutschunterricht in der Schule folgen. Wir haben klar gesagt, wir wollen das Modell der Schweiz, dass man in 180 Tagen weiß, kann jemand hier bleiben oder kann er nicht hier bleiben. Die, die hier bleiben können, selbstverständlich so rasch wie möglich integrieren. Fragen zur Steuerpolitik sorgten ebenfalls für rege Diskussionen. Auch gegenfinanzierbar sind. Wir konzentrieren uns darauf, dass wir nicht Mindestsicherung kürzen, sondern dass wir den Unterschied zwischen Mindestsicherung und Mindestlohn so erhöhen, dass sich Arbeit, Vollzeit auch wirklich für die Bürgerinnen und Bürger auszahlt. Das heißt, unser Anspruch ist, den Mindestlohn auf 1.500 Euro zu bekommen, was ja schon geschehen ist, diesen aber steuerfrei zu setzen. Und unsere zweite große Forderung ist hier, die Lohnnebenkosten natürlich drastisch zu senken. Wir haben in Summe ein Paket geschnürt von 5,3 Milliarden Euro und das ist gut nachvollziehbar, ganz klar auch in der Gegenfinanzierung gestaltet, das ist machbar. Das heißt, wir müssen an den Sozialsystemen sie gerecht machen und nicht zwischen Arbeiten und Nichtarbeiten fast keinen Unterschied lassen. Und ich glaube, bei 60.000 freien Stellen gibt es sehr viele, die diese Stellen besetzen könnten, wenn sie wollten. Und reden Sie mit einem Unternehmer, ein Tankwart, ein Wirt, der hat zig freie Stellen, da kommt einer vom AMS hin und sagt, ich will eigentlich gar nicht arbeiten, geben Sie mir nur den Stempel. Ein Schritt ist ja bereits eigentlich in den gestern oder vorgestern gemacht worden, dass zum Beispiel die
Vertragsgebühr bei Mietverträgen abgeschafft wird. Da gibt es unzählige sogenannte Bagatellsteuern, wo der Staat eigentlich gar keine Leistung erbringt. Das ist ein Institut, das stammt aus der Papiersteuer der Maria Theresia her. Herr Innenminister, 1% der österreichischen Bevölkerung verfügt über 40% des Vermögens in diesem Land. Es gibt Reichtum, in Amerika ist 50%, das ist gar nicht so viel Unterschied. Und so zu tun, als würde es diesen Reichtum nicht geben und das außer Acht zu lassen, ist Klientelpolitik. Das muss man so klar sagen. Da gibt es einen Reichtum, der einfach geschützt wird. Und da wollen wir auch zu einem Umsteuern kommen, weil genau der Punkt ist, dass nicht alle auf die Sonnenseite des Lebens gefallen sind. Wir haben das schon einmal gehabt, wie Schwarz-Blau gekommen ist, wo auch die Ankündigung war, Steuerquote wird gesenkt. Was ist rausgekommen? Ambulanzgebühren im Krankenhaus, reingehen, Bankomatkarte mitnehmen, wenn man behandelt werden wollte. Studiengebühren sind eingeführt worden. Es geht um die Frage des Föderalismus und Verwaltung. Wenn wir Steuerautonomie der Bundesländer zum Beispiel haben und eine klare Einnahmen- und Ausgabenverantwortung haben, können wir auch hier Geld einsparen. Das heißt, wir müssen niemandem etwas wegnehmen, wir müssen den Staat nur athletisch gestalten und dort, wo einfach unnötige Doppel- und Dreifachgleisigkeiten sind, entsprechend ansetzen. Ich glaube, eine Maßnahme, die für alle ganz spontan ist, wir können bei der Parteienförderung kürzen, wir haben die höchste Parteienförderung europaweit. Wenn wir bis also ungefähr 75% runtergehen würden, wären wir ungefähr auf dem Niveau, das Deutschland momentan hätte. Deutschland ist auch eine funktionierende Demokratie und ich lasse mir nicht sagen, dass es dort nicht geht. Man muss doch ganz klar sehen, wir brauchen letzten Endes auch jene, die investieren hier, um Arbeitsplätze zu schaffen und nicht immer mit dieser klassenkämpferischen Idee. Es hat niemand ein Interesse, den Mittelstand auszuhöhlen. Gerade der ist Träger einer demokratischen Entwicklung und auch einer wirtschaftlichen Entwicklung. Und dem fühlen wir uns verpflichtet in allen Fragen. Und es soll jetzt eine Augenauswischerei mit der Erbschaftssteuer irgendwas zu finanzieren. Ich habe im letzten Jahr, ich weiß nicht, zwischen 70 und 80 Unternehmen besucht. Es funktioniert ja. Das Hauptproblem ist, wieso es nicht geht, ist, weil die Mitarbeiter zu viel kosten und zu wenig verdienen, weil die Lohnnebenkosten zu hoch sind. Das ist das Hauptproblem. Und es ist eh schön, wenn jetzt alle sagen, wir müssen mit Lohnnebenkosten runter. Aber ich frage Sie, wieso es SPÖ und ÖVP die letzten Jahre in der Regierung nicht gemacht haben. Vielleicht passen natürlich, die nicht zusammen. Ja, vielleicht. Ja. Wie denn nun das Ergebnis der Wahl ausschauen wird, wollte Sie nun zum Abschluss wissen. Nochmal, ich beteilige mich hier nicht an Spekulationen. Die Wählerinnen, der Wähler werden entscheiden, das ist Fakt. Die Schmutzkübel-Kampagnen, die Sie immer wieder zitieren, die sind nicht zu akzeptieren, das ist schon klar, aber ich darf daran erinnern, dass ich selbst auch schon mal Zielscheibe so einer Schmutzkübel-Kampagne war, dass wir auch eine Broschüre für uns gehabt haben, gar nicht lange her, mit dem Bundeskanzler, mit Hammer und Sichel vorne drauf und in der Broschüre Inhalte, die sehr tendenziös waren. Also ich glaube, hier gilt es Schluss zu machen damit. Ich appelliere wirklich an alle, weil es schadet der Politik. Ich erwarte mir aber vor allem, dass nach der Wahl, was Sie jetzt angesprochen haben, hätte man schon vor der Wahl eine Entschuldigung erwartet vom Bundeskanzler Kern, wo alles am Tisch liegt und alles gesagt worden ist, war dann viel einfacher gewesen, dass wir dann auch eine gemeinsame Gesetzesinitiative zusammenbringen, um das zu verhindern. Da ist es notwendig, auch dementsprechend ein Redaktionsprinzip der Social Media einzubringen. Ich würde zum Beispiel bei den Koalitionen nicht ausschließen, eine Koalitionsvariante schließe ich nicht aus und das ist schwarz-rot, also das können Sie mir auch entlocken, dass das passieren kann. Ansonsten glaube ich, dass die FPÖ ein starkes Ergebnis haben wird. Das ist unsere Ausgangsposition und natürlich gehört es zum Selbstverständnis einer politischen Partei, ihre Ansätze auch in eine Regierung einzubringen. Sonst ist es ja sinnlos, eine Partei zu wählen, nur nicht um jeden Preis. Also wenn es um die konkreten Umsetzungen geht bei Themen, wir haben Kammerstaat, wir haben Sozialversicherungen angesprochen, wir haben die Sicherheitspolitik angesprochen, dann wird man sehen, mit wem es geht und mit wem nicht und das ist dann die Frage der Koalition. Aber die Stimmung eigentlich im Wahlkampf, die uns auch entgegengebracht wird, deutlich besser ist, als manche Umfragen hergeben. Aber spannend ist, dass viele noch so taktisches Wählen überlegen, insbesondere gerade aus unserem Segment, die sich überlegen, sollen sie Kern wählen, um Schwarz-Blau zu verhindern. Meine Botschaft ist dann immer, da kann man auch mit einer Überraschung aufwarten, weil selbst wenn der Herr Kern vielleicht nicht mit der FPÖ koalieren würde, aber da gibt es auch ganz andere, wie den Herrn Doskozil, der dann auch im Hintergrund steht und das möglich ist. Ich glaube, dass wir uns davon verabschieden müssen, dass wir immer darüber diskutieren, ob zwei Parteien am Anfang einer Legislaturperiode sich darauf einigen, dass sie die gesamte Periode gemeinsam miteinander regieren. Das ist der Hauptgrund, wieso die letzten Jahrzehnte in vielen Bereichen Stillstand war in Österreich. SPÖ und ÖVP, der wichtigste Satz im Regierungsübereinkommen steht auf Seite 1, nämlich dort steht, wir dürfen uns nicht überstimmen die nächsten paar Jahre. Und das führt natürlich dazu, dass Stillstand ist. Was wir uns vorstellen, ist, dass wir in den wichtigen Bereichen, sei es das Thema Bildung, sei es das Thema Entlastung, sei es das Thema Pensionen,
klare Leuchtturmprojekte haben, und das geht mit ganz unterschiedlichen Parteien. Also mit der FPÖ könnte man zum Beispiel den Kammerzwang abschaffen. Ich tue mir sonst teilweise in vielen Bereichen mit der FPÖ schwer, aber da könnte man was gemeinsam machen. Mit den Grünen gibt es Überschneidungen, mit der ÖVP, mit der SPÖ.